Hi guys, and welcome back to another live stream. It's been a while. I think we haven't been live in about a month, right? And I think last time it was the two of us as well. So I think you were here at my place and we did a live stream about agreeing or actually disagreeing, how to disagree in German. You can find it on our YouTube channel if you missed that one. So I hope you guys had a great summer. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Jacqueline, wie war dein Sommer? Mein Sommer war gut. Das Wetter war schön, die Sonne hat schien viel. Und ja, also es war echt ein richtig, richtig warmer Sommer dieses Jahr. Mhm. Ja, ich fand den Sommer auch toll. Ich war sehr, sehr viel draußen. Ich habe sehr viel auch mich draußen bewegt, Sport gemacht. Das war richtig cool. Es war, glaube ich, würde ich sagen, fast mein schönster Sommer. Der schönste Sommer, den ich je hatte, würde ich sagen. Was? Doch, ja, okay. Auf jeden Fall. Ja, doch, würde ich schon sagen. Insgesamt so. Ja, wenn man alles mit einbezieht. Heute haben wir eine andere Ansicht. Wolltest du das so? Normalerweise nee. Haben wir immer das so mehr gesplittet, weißt du? Ach so, ja, so will ich das haben. Ich weiß nicht, warum. Ja, okay. Ja, so finde ich es auch besser. Sind wir näher dran. Ja, also, wie war euer Sommer? How was your summer? Tell us how your summer was in German. Erzählt uns, wie euer Sommer war. Und danach legen wir sofort los, weil wir machen heute nur eine Stunde. Ja, und wir müssen einiges heute besprechen. How was your summer? Wie war euer Sommer? Erzählt es uns. Meine Haare sind lang geworden. Ich weiß nicht, ob ich das mag oder nicht. Schneidest du die wieder ab dann? Mal gucken. Meine aber auch. Ich glaube, ich schneide die auch vor dem Winter noch mal ein bisschen ab. Mhm. Hallihallo, wie war euer Sommer, ihr Lieben? Erzählt es uns. Wie war euer Sommer? How was your summer? Regina schreibt, mein Sommer war sehr schön. Ich habe eine Reise gemacht. Cool. Wohin bist du denn gereist? Die Arbeit, kein Urlaub. Ja, bei mir war das ähnlich. Ich hatte auch keinen Urlaub, aber ich hatte trotzdem einen schönen Sommer. Ja. Okay. Und die anderen? Was habt ihr gemacht im Sommer? Watching from the Philippines. Oh, I wish I was there now at the beach. Hello. Ja, ich wollte schon immer mal auf die Philippinen. Ein Freund von mir kommt ursprünglich von den Philippinen. Cool. Aber ich war selber auch noch nicht dort. Oh, die Strände sind ein Traum, wenn man die Fotos sich anschaut. Ich habe eine Reise nach Spanien gemacht und gutes Essen gegessen. Das ist sehr schön. Eigentlich können wir direkt schon loslegen. Now that we're talking about traveling, we can already make some example sentences. Ich würde gerne mal nach Australien fliegen. This means I would like to fly to Australia one day. So by saying mal, we want to say one day. So one day in the future. Ich würde gerne mal nach Australien fliegen. So ich würde means I would. And if we add that little tiny word gerne, ich würde gerne, it means I would like to. Ich würde gerne nach Australien fliegen. Ich würde gerne in der Sonne liegen. Wir würden gerne einen Film gucken. So this is already Konjunktiv 2 in German. And you just have würden. Plus the infinitive. That's the most common way to use Konjunktiv 2. Yeah, and if you want to say I would like to do something, you add gerne and that's it. We can also have a sentence without gerne, which just means I would. Also ich würde zu Hause bleiben. It's not really complete context yet, but it means I would stay at home. So if someone asks you, what would you do? Would you go to the party or would you stay? An answer could be, ich würde zu Hause bleiben. I would stay at home for whatever reason. Yeah, genau. So that's pretty easy, I think. Maybe we can try some example sentences. Jacqueline, möchtest du vielleicht ein paar Leute hier korrigieren? Sure. So, this one. Do you want me to highlight it or? Und dann vielleicht tippen? So, this one would be, wir würden gerne nächstes Jahr nach Südamerika fliegen.
Wir würden gerne nächstes Jahr nach Südamerika fliegen. Jenny, let me know if I'm making a mistake. Wir würden gerne nächstes Jahr nach Südamerika fliegen. Ja, genau. So, yeah, there were a couple of mistakes, but almost. Ja, hier ist ein richtiges Beispiel. Ich würde gerne nach Afrika fliegen. I would like to fly to Africa. Perfekt. Würde plus fliegen, ne? Very good. Just capitalize the I in the beginning and add a full stop at the end of the sentence. Ich würde gerne mal nach Deutschland fliegen. I would like to fly to Germany one day. Perfekter Satz, alles richtig. There is a little mistake. Ich würde gerne in die Türkei fliegen. Ich würde gerne in die Türkei fliegen. Ich tippe das hier. Yeah, maybe. You So, better. Türkei is a female noun. Die Türkei. And you're flying into Turkey. Movement. So, use Akkusativ. Ich würde gerne in die Türkei fliegen. Genau. Here. Yeah, go ahead. I think we both. Here, there is a verb missing at the end of the sentence, so it would need to be, ich würde gerne nach Italien fahren und würde gerne am Strand liegen Genau. or sein. Ja. Genau. Und Strand groß, ne? Capitalized, because it's a noun. Ich würde gerne am Strand liegen. Wow, ihr seid sehr aktiv heute. Ich würde gerne in die Schweiz fliegen. It's perfect, no mistake. Hier sehe ich ein paar Problemchen. Wird das korrigieren, Jacqueline? Ich würde gerne dieses Jahr nach Mexiko fliegen und meine Familie besuchen. Genau. In So Philly. würde instead of wurde and besuchen instead of besucht. Genau. Auch wieder ein perfektes Beispiel. Alles richtig, sogar der Punkt am Ende fehlt nicht. Ich bin beeindruckt. Ich würde gerne nächste Woche. Oh, Moment, ich habe was Falsches. That Ich würde gerne nächste Woche heiraten. I would like to get married next week. was me. That's You still have some time. Du hast noch ein bisschen Zeit. ambitious. Was ist hier? Hier ist auch ein Problemchen. Ich würde gerne ein Buch lesen. Genau, ich würde gerne ein Buch lesen. Also ein Buch, weil es ist das Buch, es ist nicht der Buch, es ist das Buch. Und Buch müsst ihr groß schreiben, ja? Genau. Jetzt haben wir die ganze Zeit, jetzt haben wir die ganze Zeit, ich würde. Lasst uns doch mal du. What about hätte? Oh, that's what you mean. Okay. Wir könnten das Verb auch ändern, ne? Ich hätte Ja, gerne zum wir können Beispiel. gleich erstmal eine Frage besprechen. Würdest du gerne Spaghetti essen? Would you like to eat spaghetti? So if you form a question, you just switch the verb and the pronoun. Würdest du, there's an ST because it's the do form. And then the infinitive is at the end, just like we did before. Würdest du gerne Spaghetti essen? Würdest du gerne hier bleiben? Would you like to stay here? Hast du vielleicht noch ein paar Beispiele, Jacqueline? Würdest du gerne in den Urlaub fahren? Würdest du mit mir ins Schwimmbad kommen? So this is less hypothetical because you're not saying gerne. So it's just, would you come to the pool with me? So do you feel like doing that right now? It's like, genau. Okay. Würdest du gerne lange Haare haben? If somebody has short hair. Ja, we have two possible answers here. Würdest du gerne lange Haare haben? Oder wir können auch die echte Konjunktiv-2-Form benutzen. Hättest du gerne lange Haare? And now we're going to talk about hätten already. So this is just a form that you can learn by heart. Haben becomes hätten. Ja? Yeah? So you take the Präteritum,
And you add an "er" and that's how it becomes Konjunktiv 2. And it means in English would have. Yeah, that's a really, really important verb. And we use it all the time, every day. So you definitely need to learn how to conjugate it. So we can actually do that. Ich hätte, du, Jacqueline. Du hättest. Er, sie, es. Hat. Hätte, sorry. Sie, es hätte, wir. Hätten. Ihr. Hättet. Und sie. Hätten. Genau. So. Das müsst ihr auswendig lernen. Ganz, ganz wichtig. Das ist wie hatte, nur mit ä. Also ganz einfach. It's just like hatte, had, but with an ä. So, genau. Now we can just try some examples. Ich hätte gerne einen Pool. I would like to have a pool. Was hättet ihr gerne? Ich hätte gerne einen Hund. Okay. I would like to have a dog. Ich hätte gerne einen Hund. Auch ein super Satz. Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. So, if you go to a coffee place and you order coffee and they ask you, was hätten Sie gerne? Was hätten Sie gerne? What would you like to have? An answer could be, ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Guter Satz. Muss man das bitte nicht weglassen? Ich hätte gerne einen Kaffee. Geht beides. Mhm. Ja, beides ist okay. Ich hätte gerne einen Kaffee. Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Ja, beides okay. Ich hätte gerne einen Kuchen. Ich hätte gerne eine Katze. Wo steht das mit dem Kuchen? Ich habe das gesagt. Ach so. hier, ich hätte gerne einen Döner. Maskulin, nicht neutral, ne? Der Döner. Ich hätte gerne einen Döner, bitte. Hätten und würden ist nicht gleich, nein. Hätten ist actually würden plus haben. It's kind of like a, wie heißt das nochmal? It's the combination of those two words. Würde haben ist hätte, would have. Ich hätte gerne eine feminin, Wohnung ist feminin, eine Wohnung in Berlin, bitte. Ich wünschte, ich hätte Haare. Das Ich fehlt hier. Genau, und das Komma. Ich wünschte, ich hätte Haare. So this means I wish I had hair. Genau. Wünschte ist Konjunktiv und hätte ist Konjunktiv. Ich wünschte, ich hätte Haare. Ich wünschte, es würde nicht regnen. I wish it didn't rain. Or literally, I wish it would not rain. Ich wünschte, es würde nicht regnen. Genau, was wünscht ihr euch? Babak, ich würde gerne diese Jacke anprobieren. I would like to try on this jacket. Würde plus anprobieren, right? Ich würde gerne diese Jacke anprobieren. Ich wünschte, die Sonne würde scheinen. Ist von mir ein Beispiel. Okay. Oh! Ups. Das ist auch ein schöner Satz, aber ein bisschen müssen wir den korrigieren. Ich würde gerne in den nächsten Jahren fließend mit SZ Deutsch sprechen. Also fließend mit SZ, das hier ist ein SZ. Deutsch muss groß geschrieben werden, ja? Würden und hätten ist nicht immer mit gerne, nein. Man kann zum Beispiel sagen, ich würde an deiner Stelle ins Bett gehen. So this means, in your place, if I were you, I would go to bed. Oder ich hätte ihn gesehen, wenn er nicht krank wäre. Ah, this is actually Konjunktiv 2 in der Vergangenheit. We didn't talk about that yet. So maybe you should ignore that example. Hier ist, hey, du hast meinen Satz wieder weggemacht. Ich wollte dazu was sagen. Ach so, dann sag. Jetzt ist er wieder weg.
Wo war der? Hier. Hier ist ein kleiner Fehler drin. Es muss heißen, ich würde gerne einen Roman lesen. Nicht würde, aber würde. Mm-hmm. I would like to read a novel. Ihr seid sehr aktiv heute, das ist schön. Mm-hmm. Oh, ein schöner Satz. Ich würde gerne fließend Deutsch sprechen und darum versuche ich jeden Tag zu lernen. Ihr könnt auch mit der Lingoni-App lernen. Die Lingoni-App findet ihr auf de.lingoni.com. Oder ihr probiert mal den Trial. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So if you want to study with us and learn a ton of grammar, important phrases, vocabulary, words that you need every day for life in Germany and or Austria or Switzerland, then you can check out our app and you can even check out our 7-day free trial, which you can find in the description below. Genau. Und es gibt aktuell einen Rabatt. There is a discount right now. You get 25% off on our lifetime subscription. And what is cool about our lifetime subscription, Jacqueline? Da kriegt man oder erhält man Zugang zu unserem kompletten Material und muss sich nicht an eine bestimmte Reihenfolge halten. Da kriegt man einen OneDrive-Link und ihr habt direkten Zugriff auf alle Podcasts und alle PDF-Worksheets. Und natürlich läuft die Subscription niemals aus. Ja, und ihr habt alle Arbeitsblätter für alle Lessons von A1, A2, A1, A2, B1 und B2. Genau, also ganz, ganz viel. Ich glaube, ihr braucht Jahre, um damit fertig zu werden. Hier ist noch ein guter Satz. Ja. Ich würde gerne irgendwohin verreisen. Ich glaube, man würde hier eher sagen reisen, ne? Verreisen würde auch ja, gehen. Oder geht beides, ja. Wo man den ganzen Tag am Strand liegt und nichts vorhat. Ja, das ist gut. Ich würde gerne irgendwo hin verreisen, wo man den ganzen Tag am Strand liegt und nichts vorhat. Mhm. Ein kleiner Fehler ist im Wort verreisen. Das schreibt man nur mit einem S, verreisen. Mhm. Sonst würde das verreißen. Verreißen. Which, stimmt, ja. Ich würde gerne eine große Tasse haben. Mhm. Sehr gut. Man kann auch sagen, was ein bisschen, das sagen die meisten Deutschen, ich hätte gerne eine große Tasse. Mhm. Ich habe eine große Tasse, ich brauche keine mehr. Das ist meine Lieblingstasse. Genau. Was hättest du gerne, Jacqueline? Ich hätte gerne ein Eis. Oh, ein Eis? I would like to have ice cream. Ich hätte gerne ein Eis. Ich hätte gerne Pudding. I would like to have Pudding. Ich habe Pudding hier. Ich habe auch Pudding, aber ich müsste den machen. Ja. Also, I guess to sum it up. We use a subjunctive. It's Konjunktiv 2 in English is called the subjunctive. So we use it to express desires, dreams, fantasies, and imaginary situation. Okay, so we already talked about würden and we talked about hätte. The next verb we're going to talk about is wäre, which is basically just würden plus sein. So it means in English would be. Also used a lot every day, and that's why you need to really, really know how to use it. Also ich wäre... Du wärst, er, sie, es wäre, wir wären, ihr wärt und sie wären. Also, ich gebe euch. Before you go on, maybe we can clarify this question. So, is it gerne or gern? Yeah, so they're both correct. No, there's no difference. Das ist das Gleiche. Kein Unterschied. Okay. Das AE ist irgendwie ein komischer Buchstabe, den gibt es nicht im Deutschen. Das gibt es, glaube ich, im Französischen. Ja. Mhm. Ich möchte den Winter überspringen und zurück in den Frühling springen. Ich auch. Ich möchte, ich habe keine Lust auf den Winter. Ja, also, wäre... Ich gebe euch 2-3 Beispielsätze und dann könnt ihr ein paar Beispielsätze machen. Zum Beispiel, ich wäre gern in der Karibik. Ja,
I would like to be in the Caribbean. Du nicht, oder? Ich wäre gerne in der Karibik. Doch, da gibt es auch Schatten. Awesome. okay, ich wäre gerne in der Karibik. Ich wäre gern noch mal 25 Jahre alt. Echt? Echt nicht? Nee, eigentlich nicht. Aber das habe ich einfach nur so gesagt. Oder wir wären gerne in Köln. We would like to be in Cologne. Ja, yeah. Jetzt seid ihr dran. What would you like to be? Ich sag noch eins in der Zwischenzeit. Sie wären gerne an der Nordsee. Ja, sie wäre gerne an der Nordsee. Wären. Plural. So they would like to be at the North Sea. Mhm. Ich wäre gerne am Strand. Ich auch. Ich wäre gern jung und reich. Sehr gut. I'd like to be rich and young. Wärst du lieber reich oder lieber jung? Ich bin noch jung, hallo? Ja, aber wenn du jetzt alt wärst, wärst du dann lieber reich oder lieber jung? Ich glaube wahrscheinlich reich. Was? Warum? Ja, was würdest du denn mit deinem Geld, wenn du nicht mehr lange lebst? Ja, es kommt darauf an, wie alt man dann ist. Wenn ich jetzt 90 bin, dann würde ich natürlich noch mal gerne jung sein. Okay. Ja. Gut. Ich wäre gern 20 Jahre alt. I would like to be 20 years old. Let's correct this sentence. Wäre ich heute nicht krank gewesen, würde ich heute spazieren gehen. Nicht gegangen, gehen. Ja, actually it's better to say, wäre ich heute nicht krank gewesen, wäre ich heute spazieren gegangen. Because you're talking about the past. Also, actually there's two ways to say it. Wäre ich heute nicht krank, würde ich heute spazieren gehen. That's the first version. So if I wasn't sick today, I would go on a walk, but I'm sick, so I can't. Or wäre ich, let's change it because that makes more sense. Wäre ich gestern nicht krank gewesen, wäre ich spazieren gegangen. So this is Konjunktiv 2 in the past, but we're not going to talk about that today because that's kind of complicated. We're going to do that in a different live stream. We're just going to talk about the present today. Chaitra, du musst sagen, ich würde gerne gut Deutsch lernen. Ja. Okay. So. We can talk about Konjunktiv 2 mit Modalverben. So for each Modalverb, each modal verb has like a specific Konjunktiv 2 form that you also need to learn by heart because they're important and we use them all the time. So one of them is dürfte. Dürfte. Wenn er lieb wäre, dürfte er nach draußen gehen. So let's say a little boy and he didn't behave himself. And so you could say, wenn er lieb wäre, dürfte er nach draußen gehen. So that means if he was a good boy, if he was good, he would be allowed to go outside, but he's not a good boy, so he has to stay inside, yeah? Wenn er lieb wäre, dürfte er nach draußen gehen. Oder, es ist schwer mit dem Verben ein Beispiel zu finden. Wir dürften... Wir dürften ins Auto steigen, wenn unsere Schuhe sauber wären. So we would be allowed to get into the car if our shoes were clean, but they're dirty, so we are not allowed to get into the car. Hast du, Jacqueline, vielleicht ein Beispiel mit dürften oder ja. könnten ist auch Konjunktiv 2? Which means could in English. Wenn wir gesund wären, könnten wir ins Kino gehen. Genau. So if we were healthy, we could go
to the movies, but we're not, so we have to stay at home. Genau. Wenn wir gesund wären, könnten wir ins Kino. You can also switch those two clauses and say, wir könnten ins Kino, wenn wir gesund wären. So each, both versions are fine. Auch ein guter Satz, könntest du mir bitte helfen? Could you help me, please? Super, das ist eine höfliche Frage. It's a polite question, also used a lot in German, ja. Dürfte ich mich vielleicht entschuldigen? Ja, kannst du sagen. Aber we wouldn't ask, erkundigen, dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Ja, would I be allowed to get information? Genau, ja. But it's, I don't think we would use that sentence in that way. Das hier ist auch ein guter Satz. Wenn ich eine Freundin hätte, wäre es gut gewesen. Wir könnten zusammen klettern. Müsste man hier nicht sagen, wir hätten zusammen klettern können? Mhm, genau. Ja, richtig. Man könnte auch sagen, um das zu vereinfachen, wenn ich eine Freundin hätte, könnten wir zusammen klettern gehen. So if I had a girlfriend or just a female friend, we could go climbing together. Genau. Dürfte ich dein Auto borgen? Genau. Could I borrow or would I be allowed to borrow your car? Could I borrow your car? Genau. Das ist stimmt. Wenn, wenn wir eine Frage stellen, eine höfliche Frage, dann können wir dürften benutzen. Also if I was to ask a very polite, if I was to ask Jacqueline politely something, I would use dürften. Also Jacqueline, dürfte ich deine Toilette benutzen? Would I be allowed to use your Restroom? Dürfte ich das? Nein. Yes, natürlich. Hier, Chihat möchte gerne, dass wir den Satz korrigieren. Wenn er lieb wäre, dürfte er die Smurfs angucken oder schauen. Ja, sehen geht auch, wenn es jetzt eine Fernsehserie ist oder ein Film, ne? Smurfs sind Smurfs, die Schlümpfe. Schlümpfe, ja. Genau. Wenn er lieb wäre, dürfte er die Smurfs sehen oder gucken oder schauen. Ja. Okay. This is a good question here. Do you want to answer that one? Quickly, what is it better to use? Können Sie or könnten Sie? Könnten is always more polite than können. So it's always safer to use könnten with an Ö, right? So könnten Sie mir bitte helfen? Could you please help me? Is much more polite than saying, können Sie mir bitte helfen? Und das bezieht sich aber auch auf das Verb darf, ne? Auf alle Verben eigentlich. Genau. Konjunktiv 2 ist immer höflicher als. Ja, also you can say, dürfte ich mir dein Fahrrad leihen? So would I be allowed to borrow your bike? Or you can say, darf ich mir dein Fahrrad leihen? So, they mean the same thing. Dürfte is just more polite than darf. Yeah. Not only for requests. You can also use them in a statement. Also, zum Beispiel, ich könnte hier nicht wohnen. This means I could not live here, because it's just disgusting. Ich könnte hier nicht wohnen. Oder, oh, ich muss niesen. Gesundheit. Danke. Ich könnte hier nicht wohnen. Oder we only talked about könnte and dürfte. There's other ones. Möchte. Möchte is also a form of wollen. So ich möchte ins Kino gehen. I want to go to the movies. Möchtest du mit mir Pizza essen gehen? Do you want to go eat pizza with me? Hast du ein paar Beispiele dazu? Aber das ist ja nicht der Konjunktiv, ne? Doch, doch. Also eigentlich sagt man, dass es so. Sorry, I said wollen, it's from mögen. The Konjunktiv of mögen ist möchte. Mhm. Ja.
Möchtest du mit mir essen gehen? Oh no, we already had that one. Möchtest du mit mir in den Urlaub fahren? Möchtest du mit mir in Urlaub fahren? Genau. Möchtest du mit mir Tennis spielen gehen? Möchtest du für mich kochen? Möchtest du für mich kochen? Genau. Ich glaube, Güssebe möchte für mich kochen. Ja, gut, jetzt haben wir einiges besprochen. Maybe we can try some if sentences. We already did that, but just to get more into that. Also, wenn ich kurze Haare hätte, bräuchte ich morgens nicht so lange im Bad. Warte, bräuchte ich morgens nicht so lange im Bad? Ja. So, if I had short hair, I wouldn't need that much time in the morning. So, bräuchte ist the Konjunktiv of brauchen. Wenn ich kurze Haare hätte, bräuchte ich morgens nicht so lange im Bad. Oder wenn ich größer wäre, if I were taller, wenn ich größer wäre, könnte ich den meisten Leuten in die Augen sehen. Because actually I'm pretty short, for those of you who don't know, and I always have to look up to people, most people, because most people are taller than me. Die meisten Leute sind größer als ich. Und deswegen kann ich ihnen nie in die Augen gucken. Ich muss immer nach oben gucken. I always have to look up. Wenn ich größer wäre, könnte ich den meisten Leuten in die Augen sehen. Wie ist das bei dir, Jacqueline? Musst du nach oben gucken oder kannst du vielen Leuten in die Augen gucken? Ja, ich würde sagen, auch eher nach oben, ne? Weil ich ja auch jetzt nicht super groß bin. Du bist 1,63, ne? 1,64. Ich 1,64. hab auch noch einen Beispielsatz. Wenn ich traurig wäre, würde ich im Bett bleiben. Wenn ich traurig wäre, würde ich im Bett bleiben. Das sollte man vielleicht nicht machen, aber manchmal macht man das ja. Das ist gut, wenn du viel Gemüse isst, dann bleibst du gesund und fit. Ja, das ist kein Konjunktiv, aber der Satz ist trotzdem richtig. Ja. Okay. Abdul. Wenn meine Frau größer wäre, bräuchte ich keine Leiter oder eine Leiter? Wahrscheinlich eine. Wenn meine Frau größer wäre, genau, bräuchte ich eine Leiter. So, oh. If my wife was taller, I would need a ladder. This is actually not correct. Ich wäre gern unsterblich. So, wäre already means you don't need sein, because it already has sein. I would like to be, was heißt unsterblich auf Englisch? Uff, unsterblich. Immortal. Ja, genau. Ich wäre gern unsterblich. Das ist auch gut, ja. Wenn ich schnell wäre, würde ich den Zug nicht verpassen. So, if I was fast, I would not miss the train. So, this is a situation that's not true because you aren't fast. So, that's why you use Konjunktiv. Hola, soy de México.
Hola Samuel, ¿todo bien? Ich wäre gern unsterblich. Sehr gut. Cool. Yeah, a lot of practice today. Let's correct this one. So it would need to be, wenn ich nicht nach Deutschland gezogen wäre, müsste ich in diesem Winter nicht so viel Geld für Heizkosten ausgeben. But you can also say, müsste ich diesen Winter, that's also correct. Here, there's a little mistake. Es erscheint mir so, or Es scheint mir so. es scheint mir so, als hätte er den ganzen Tag geschlafen. Seems as if he had slept all day. This is already past tense. We're going to talk about that again in another live stream. Oh Gott, Helena. Wenn ich besser fahren würde, hätte ich meine Oma nicht verletzt. Again, talking about the past. If I drove better, I wouldn't have hurt my grandma. I think this is the grandma that didn't die from you, from your rowdiness, right? Hier, ich wäre gern eine gute Superheldin. Ich glaube, Superheldinnen sind immer gut, oder? A question, how many languages do you know, Jen? Ich kann Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch. Aber Portugiesisch mittlerweile nicht mehr so gut und Spanisch geht so. Weil wenn man die Sprache nicht übt, dann vergisst man das ganz schnell. Wenn, Kanishka, wenn ihr kein Mensch wärt, eine Frage an uns ist das, Jacqueline, glaube ich, wenn ihr kein Mensch wärt, welches Tier wärt ihr? So würde ich das korrigieren, ne? Wenn ihr kein Mensch wärt, welches Tier wärt ihr? Also ich wäre. Glaubst du, was ich sagen werde, Jacqueline? Ich weiß nicht, weil es gibt den Unterschied zwischen den Lieblingstieren und die Tiere, die man dann selber gerne sein würde, ne? Aber wenn du so mein Sternzeichen und so wie ich halt so bin von der Persönlichkeit. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Gerne ein Vogel, weil die sind frei und Ach so. können überall hinfliegen, wo sie wollen. Und wenn sie keinen Bock mehr haben, fliegen sie halt weg. Und sie fliegen in den Süden, damit wo es warm ist. Viele Vögel, nicht alle, aber viele. Stimmt. Voll die schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Tier sein wollen würde. Vielleicht eher eins im Meer, also ein Wassertier. Oh, und dann wirst du Oder von eins. Hä? Walfänger gejagt. Dann bist du von Walfängern gejagt. Ja, gut, ein Vogel kann auch abgeknallt werden in der Luft. Ja, aber so ein Spatz oder so wird jetzt nicht so abgeknallt. Ja. Was ist der Unterschied zwischen hätte und wäre? Hätte bedeutet would have und wäre would be. Also hätte kommt von haben und wäre kommt von sein. Ne? Das ist hier für B1, B2, würde ich sagen, ne, dieses Level. A2, B1, B2. Ich wäre gerne eine Katze. Sehr gut. Aber am Ende des Satzes muss ein Punkt hin. Don't forget the full stop. Was wäre ich noch gerne? Ich wäre auch gerne vielleicht ein Eichhörnchen. Ich glaube, die werden nicht, die haben keine. Ja, doch, die werden überfahren von Autos, ne? Ja, wenn du ein schlaues Eichhörnchen bist, dann nicht. Ja gut, ich wäre gerne ein schlaues Eichhörnchen. Dann würde ich nicht überfahren werden. Ich wäre gerne ein schlaues Eichhörnchen. Dann würde ich nicht überfahren werden. Then I wouldn't get run over. Das hier ist auch ein guter Satz. Wenn ich Deutsch könnte, würde ich dieses Buch lesen. Aber es klingt so, als würdest du Deutsch können.
Wenn ich ein Vogel wäre, würde ich nach Deutschland fliegen. Funny, fun fact, you can also say, flüge ich nach Deutschland. But this is a Konjunktiv 2 form, which is kind of old fashioned, so no one says that anymore. Most verbs are just used with werden. Yeah? No one says flüge. Have you ever used the word flüge, Jacqueline? Not once. Wenn ich ein Vogel wäre, flüge ich nach Deutschland. Oder wenn ich Geld hätte, flüge ich nach Russland oder so. Jetzt gerade nicht, vielleicht flüge ich auf die Philippinen. Sounds so weird. Ja. Yeah. So you're always safe if you use würden plus infinitive, except for haben, sein and the modal verbs. Let's correct this one. Ich wäre gerne Millionär. Um nicht mehr zu arbeiten. Um nicht mehr zu arbeiten, ja. Genau. By the way, guys, we also went live on Instagram a few days ago or weeks ago. Jacqueline und ich waren auf Instagram live. Habt ihr euch das angeguckt oder folgt ihr uns nicht auf Instagram? Genau, wir wollen jetzt auch auf Instagram öfters live gehen, nicht nur auf YouTube. Also könnt ihr uns da auch gerne joinen. Mhm. Der Grafikdesigner heißt The Graphic Designer. Hier ist auch ein kleiner Fehler. Wenn ich Deutsch könnte, würde ich nach Deutschland ziehen. Würde. I would move to Germany. If I could speak German. Cool, Kadir. Ja, ja. Folg uns gerne auf Instagram. Da posten wir ja, auch noch andere Formate, die es auf YouTube nicht gibt. Mhm. Deswegen hol das ganz schnell nach. Genau. So, hier noch ein Satz. Wenn es sonnig wäre, würden sie am Strand liegen. Sich braucht man nicht hier. Mhm. Wenn es sonnig wäre, würden sie am Strand liegen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Genau. Kadir folgt uns gleich auf Insta, hat er gesagt. Mhm. Ich hab mich doch schon. Wir sind nicht nur auf Instagram, wir sind auch auf TikTok, wir sind auf Telegram. Wo LinkedIn. Sind auf LinkedIn, auf Twitter. Aber auf LinkedIn und Twitter, da teilen wir nur unsere YouTube-Videos. Und wir sind auch hier in China jetzt. Wir sind jetzt auf Bilibili. Ja, Bilibili, genau, da sind wir jetzt auch. Aber ich glaube, da sind haben wir noch nicht so viele Abonnenten. Ich könnte mal gucken, wie groß wir da mittlerweile sind. Wenn ich klicke mal da drauf. Ich verstehe zwar nichts, aber warte. Ich glaube, wir haben 392 Follower, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Ist denn unser Introduction-Video schon online? Nein, ich muss es denen noch schicken. Ach Gott. Oh, okay. Aber das sieht eigentlich ganz, also hier ist unser Bilibili, wenn ihr aus China kommt und uns auf Bilibili folgen wollt, hier, das ist unser Link. Und da sind dann alle Videos von uns auf mit chinesischen Untertiteln. Ja, müsst ihr euch mal anschauen. Ja. Wenn ich wieder jung wäre, würde ich härter lernen. Richtig, ne? Kein Fehler. Ja, härter klingt ein bisschen komisch. Mhm. Würde ich mehr lernen? Ist halt umgangssprachlich, aber man würde schon verstehen, was er meint, ne? Ja. Sayed, I guess it depends how you're learning. If you're just like watching stuff, but not really doing anything yourself, you're not going to make any progress.
So you need to really commit yourself to reading, writing, listening, speaking. It's also a good idea to find a tandem partner or, you know, language exchange partner, or to take lessons with a Skype teacher or, you know, an online teacher to practice everything that you're learning. Writing text is important. You can work with our app to learn all the grammar and all the structures that you need. Genau. Bilibili ist das chinesische YouTube, genau. Easy Language Acquisition aktuell nicht. Nein, aber wenn, ja, dann werden wir es teilen auf all unseren Social Media Kanälen. Also wenn du uns überall folgst, dann wirst du das auch nicht verpassen, aber aktuell nicht. Ja. Aber ja, die Zukunft von Lingoni, also ich denke mal, es wird so aussehen, dass wir auf jeden Fall neue Leute einstellen werden, wenn wir neue Sprachen launchen. Aber das haben wir bisher noch nicht aktiv geplant. Aber es wird kommen. Mhm. Genau. Ich wäre gerne ein guter Mensch. Dann würde ich anderen helfen. Ich wäre gerne ein guter Mensch, dann würde ich anderen helfen. I would like to be a good human, then I would help others. Ich bin mir sicher, dass du auch so ein guter Mensch bist. Man kann nicht immer anderen helfen. Manchmal muss man sich auch selber helfen, ne? Würde ich sagen. Ich mache täglich die Hausaufgaben mit meiner Tochter. Hoffentlich läuft es. Mhm. So, you have to switch S and läuft. Hoffentlich läuft es. Oder, genau, oder hoffentlich hilft es, kann man auch sagen, ne? Mhm. Ja. Jenny, kennst du Accurate English? Nee, kenne ich nicht, aber hört sich interessant an. Mhm. Ja. Ja, bei uns kann man auch Englisch lernen, falls ihr das noch nicht wisst. Wir haben nämlich nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch und Englisch. Ja, Lingoni French und Lingoni English haben wir. Mhm. Wow, auf TikTok ist gerade bei Lingoni French das letzte Reel, was ich hochgeladen habe, voll krass eingeschlagen. Ja. Yeah. Ja, bei TikTok ist es so, wenn ein Video gut läuft, dann kriegst du ganz viele Follower auf einmal. Ja, wir haben jetzt irgendwie in der letzten Stunde 30 neue bekommen bei Französisch. Mein For Cases kommt auf Instagram ganz gut an. Das mit mehr. Ja. Mhm. Echt? Mhm. Das mehr, das letzte, was wir hochgeladen haben. Mhm. Das ist auf TikTok, das war auf TikTok nicht so gut. Dafür war das, was davor war, gut. Mhm. Irgendwie auf jedem Social-Netzwerk anders. Also es ging ja erst vor einem Tag live und das hat jetzt schon 19.000. Ach krass, ja. Cool. Ja, also es wird dann wahrscheinlich noch etwas mehr werden. Mhm. Ach nee, das ist das, was auch auf TikTok gut angekommen war. Ist ja. Mhm. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben noch 10 Minuten. Someone says, they love our YouTube Reels, the Shorts. Ja, die machen auch Spaß. Macht auch Spaß, die zu drehen. Wir können auch noch mal ein paar drehen dieses Jahr, Jacqueline. Mhm. Das macht immer viel Spaß. Welche Shorts, wo du deine gelbe Tasse gekauft hast? Ich habe die geschenkt bekommen. Die habe ich von meiner Nachbarin geschenkt bekommen. Ja, das ist eine richtig coole Tasse. Du trinkst auch gerne aus der, ne? Ja. Ja, ich mag große Tassen und ich hasse kleine Tassen, weil ich immer Latte Macchiato trinke, also mit ganz viel Milch. Und da brauche ich immer eine große Tasse. Ja, aber da trinkt man stundenlang draus. Die wird irgendwie gar nicht leerer. So riesig. Götzebe hat noch Learn German with Jenny geguckt. Oh, ja, das ist jetzt auch schon länger her, ne? Ja. Wann haben wir denn Lingoni gelauncht? Ende 2019. Mhm. 2015 bis 2019, also 4 Jahre gab es Learn German with Jenny und dann
ist es zu Lingoni geworden. Und bald feiert Lingoni das Dreijährige, ne? Ja, Ende 2022, ne? Mhm. Drei Jahre sind wir alt. Fast. Ja. Ihr könnt uns auch gerne Ideen schicken, bezüglich, also was ihr in künftigen Livestreams sehen möchtet. Was für ein Level hättet ihr gerne, was für Themen. Mhm. Ihr könnt uns gerne immer Vorschläge machen. Genau. Gibt es sonst noch was für irgendwas bezüglich Konjunktiv, was wir zusammen üben können? Hier gibt es noch einen Satz, den wir korrigieren können. Also, wenn ich in Deutschland geboren wäre, würde ich kein Deutsch lernen. So, if I was born in Germany, I wouldn't study German. Yeah, Konjunktiv is like a very, very complex topic, and I only kind of touched the surface today, or we only touched the surface today, and we did a lot of practice, which is always important, I think. But I'm thinking of doing even more live streams or videos on the Konjunktiv. You can also find some in our B2 playlist. Nico did some on the Konjunktiv, so, and then of course we have a lot of material in our app, like worksheets, where you can practice Konjunktiv. So, yeah. Gösebe hat gesagt, Umgangssprache. Also Shorts für Umgangssprache will er sehen, oder? Nee, ich habe doch gesagt, dass die uns gerne Vorschläge machen können für zukünftige Livestreams. Ja, Umgangssprache ist eigentlich immer ganz lustig, ne? Mhm. Muss man immer ein bisschen recherchieren, weil ich komme da nicht so spontan drauf. Mhm. Also so Grammatikthemen kann ich mal spontan machen, aber sowas wie Umgangssprache muss ich planen. Mhm. Aber gute Idee. Genau. Was machst du denn heute noch, Jenny? Ich gehe gleich eine Runde spazieren, glaube ich, mit den Hunden und mit Mario. Mhm. Und wenn er Lust hat, ich weiß es nicht. Ist er gerade da oder kommt er noch? Der kommt später. Ich hoffe, er unterbricht meinen Livestream nicht, sonst gibt es Ärger. Nein, Quatsch. ja, und dann Netflix, denke ich mal. Was machst du heute noch? Mhm. Ich werde essen. Ich werde das Essen von gestern aufwärmen. Ich habe Carbonara gekocht. Dann arbeite ich noch ein bisschen. Dann vielleicht einen Podcast hören oder lesen. Nichts Besonderes. Aber ich war heute schon fleißig schwimmen. Deswegen meine Haare so noch ein bisschen nass, wird man vielleicht. Cool. Ja. Und wie viele Bahnen bist du geschwommen? Achso, du warst, hast dich ja wieder erzählt. wieder so 30, ne? Ach, schön. Immer dasselbe. Okay, cool. Da, wo du immer hingehst. Mhm. Cool. Ja. Ich habe Nelche eben von der Wiese geholt. Die sah wieder aus wie ein Schlammmonster. Ein Schlammmonster is a mud monster. My horse looked like a mud monster when I got her from the pasture earlier. Ja. Ja, wenn die sich im Winter wälzen, dann sind die immer sehr dreckig. Ja, also irgendwie, die liebt das, sich da im Schlamm zu wälzen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe sie jetzt nicht geputzt. Jetzt steht sie dreckig in der Box. Ist ja nicht so schlimm, ne? Genau. Ah, Leute, wer es gibt... Wer ist dieser Kerl, Mario? Wer ist dieser Kerl, Mario? Super Mario ist das. Der kommt gleich. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, wir stellen euch gerade unser gesamtes Team vor auf Instagram. Vor ein paar Tagen haben wir damit angefangen. Also wir stellen jedes Teammitglied vor aus allen Teams. Und wir werden auch in den nächsten Tagen das gesamte, also alle Ausschnitte zusammen in ein Video packen und auf YouTube hochladen von unserem ganzen Team. Und irgendwie haben wir das noch nie gemacht, aber das war irgendwie, hat Spaß gemacht, finde ich. Ne? Mhm. Ja. Ja gut, wir hatten das mal gemacht, wo Leute neu ins Team gekommen sind, dass sie sich vorgestellt haben, ne? Genau, ja. Und ansonsten noch nicht. Genau.
Und das ist eigentlich ganz schön, die Leute, also ist vielleicht auch für unsere Zuschauer, unsere Viewers, unsere Users mal schön, das ganze Team zu sehen, weil Julia zum Beispiel hatte sich, glaube ich, noch nicht vorgestellt. Nicht so. Also zumindest vielleicht mal in der Story, aber jetzt, wobei Julia ist in den Shorts und in den Reels zu sehen, ne? Mhm. Aber wenige wissen wahrscheinlich, dass sie unseren Kundensupport macht. Mhm. Stimmt. Ja. Genau, wir haben schon coole Leute im Team. Muss man sagen. Hier ist noch ein langer Satz, den können wir uns noch mal anschauen. Wenn sie auf den Auslandseinsatz vorbereitet geworden wären? Vorbereitet worden wären, ne? Genau. Also nicht geworden, aber worden wären, hätten sie einige Reaktionen ihrer Partner verstanden. Hm. Das ist ein also sehr schwieriger Satz. Mhm. Also worden statt geworden. Yeah. How long does it take to reach B2? So B1, if you work with our app, I would say it would take you 1.5 years unless you do some hardcore studying. Then you can do it in a year. But I would say an average learner, it takes an average learner 1.5 years. So they say 6 months for one level for an average learner. And of course, you have to practice several times a week. And you practice reading, writing, speaking and listening, all 4 skills. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Das war sehr schön mit euch. Ich denke mal, Jacqueline, wir machen im Oktober, vielleicht Anfang Oktober nochmal einen Livestream zusammen. Mhm. Ne? Müssen nochmal das Thema besprechen, was wir machen. Vielleicht mal was Lockeres, ein bisschen weniger Grammatik. Genau. Mhm. Aber es war sehr schön mit euch. Ja, Jacqueline, ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Ich dir auch. Ja, hier scheint die Sonne, deswegen ja, werde ich jetzt gleich noch ein bisschen rausgehen und ja, aber ich muss noch ein bisschen arbeiten, fällt mir gerade auf. Ja. Ja, es gibt immer was zu tun, ne? Ja, bei Lingoni gibt es immer was zu tun, uns ist nie langweilig hier bei uns. Ja. Okay, wir sehen uns im Oktober wieder auf YouTube und mit Sicherheit auch auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, da machen wir auch Livestreams. Wie fandet ihr diesen, letzte Frage, wie fandet ihr diesen Livestream? What did you think about this Livestream? So you can always give us a grade, 1 being really bad and 10 being amazing. Wie fandet ihr den Livestream? Oh. Was war gut, was war schlecht? Erzählt es uns. Konstantino sagt schade. Die App findet ihr auf de.lingoni.com oder den Trial-Link findet ihr unten in der Beschreibung. 10, juhu. Mehr B1, B2 will minimal. Miriam, wenn du unsere App noch nicht kennst, dann empfehlen wir dir unseren Trial. Den findest du in der Videobeschreibung. Dann kannst du 7 Tage kostenlos in unsere App reinschnuppern und anschließend kannst du gerne kaufen. Genau. Obrigado, meninas, vocês são demais, beijos. Weißt du, was das heißt? Ja, danke. Meninas, weiß ich nicht. Mädels? Demais wahrscheinlich morgen. Nee, Demais ist so in diesem Kontext so ganz toll. Ihr seid toll. Mhm. Ja, dann kenne ich nur Obrigado. Ja. Aber sieht schon aus wie Spanisch, oder? So ein bisschen. Ist das Portugiesisch? Mhm. Mhm. Ja, ein bisschen. Gimaj. Okay. Ja, cool, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.